Und es gibt wirklich wenig zitrische Düfte, die so gut halten. Oh mein Gott, was ist das für ein Duft? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei mir vorbeischaust, denn in dem heutigen Video sprechen wir endlich über meine aktuellen liebsten Sommerdüfte 2024. Es sind ein paar Classics mit dabei, die ich eigentlich immer liebe. Es gibt aber auch ein paar Düfte, die jetzt sozusagen neu in diesem Sommerduftvideo sind. Und ich muss echt sagen, ich merke es momentan wieder, Sommerdüfte sind einfach meine liebste Duftkategorie. Ich kriege da immer so gute Laune, Lust auf Urlaub und ich habe ja auch schon dieses Hot Girl Summer Duft Video gemacht, so mit Fokus auf diese cremigen, tropischen, exotischen Düfte. Aber in diesem Video sind auch ein paar frische, mediterranere, salzige Düfte mit dabei, was ich ja auch immer sehr, sehr liebe. Also von daher war das auch sehr emotional, weil ich natürlich auch viele Erinnerungen mit manchen Düften habe. Und bevor wir starten, wenn du zum ersten Mal hier bist, dann herzlich willkommen bei Frühstück in der Parfümerie. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die wunderschöne Welt der Düfte. Wenn dich das Thema Parfums genauso interessiert wie mich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich supportest und meinen Channel abonnierst. Schau auch gerne mal bei Instagram vorbei, dort mache ich nämlich auch Parfum-Content, aber auch noch ein bisschen mehr Realtime und was ich sonst so mache und in was für Situationen ich welchen Duft trage. Ich probiere heute mal eine neue Location aus. Es heilt sehr. Ich hoffe, ich kriege das im Nachhinein noch ein bisschen raus. Wenn nicht, dann I'm sorry, aber ich finde die Lichtverhältnisse hier super. Und der Background ist jetzt okay. Ich war eigentlich erst in einem anderen Raum, der noch komplett leer ist. Aber da hat es einfach zu sehr geheilt. Und gerne wäre ich auch für dieses Video in den Park gegangen, aber wir alle kennen die bittere Sommerrealität. Es ist seit Tagen komplett schwül, es regnet den ganzen Tag, es ist grau. Ich habe mir zwar vor ein paar Tagen noch einen Sonnenbrand geholt, da war es einen Tag mal gut. Aber ja, deswegen sitze ich jetzt drinnen und gucke auf einen grauen Himmel. Starten wir aber mal mit meinem Platz Nummer 10, der sich aber noch in diese Kategorie eingliedert und der mir absolute Karibik, weißer Sand, Sommer, türkisfarbenes Meer Vibes gibt. Und zwar der Hamaka von 2787. Ich hoffe, ich spreche die Marke richtig aus. Ich habe nämlich mal in der Parfümerie angerufen und gefragt, ob die Brand haben. Und die meinen so, nee, haben wir nicht. Aber ich weiß, dass die haben. Also habe ich dann rausgefunden. Also von daher, vielleicht wird die Brand auch anders ausgesprochen. Aber bei diesem Duft handelt es sich um einen geradlinigen, transparenten Kokosnussduft mit salzigen Noten. Und ich liebe salzige Düfte. Irgendwann mache ich bestimmt auch mal ein Top 10 salzige Düfte Video. Aber immer Salz in Kombination mit Karamell, mit Kokosnuss. Ich liebe es. Oder auch mit Zitrone, whatever. Ich liebe diese salzige Note in Düften. Die macht Düfte immer so besonders. Und ich finde diese Kombination mit der Kokosnuss so unglaublich schön. Ich habe mich letztes Jahr in diesen Duft verliebt und auch an meinem Top 10 Kokosnussduft-Video vorgestellt. Wer das noch nicht gesehen hat und Kokosnuss liebt, schaut euch das unbedingt an. Mir gefällt dieser Kokosnussduft so gut, weil das aus meiner Sicht eine sehr weiche und authentische Kokosnuss ist. Und diese salzige, aquatische Meeresbrise ist so ganz, ganz sanft im Hintergrund. Und es ist eben so ein ganz leichter Wind und so stelle ich mir auch diesen sanften Meeresbrise-Wind auf den Malediven vor, auch wenn ich noch nie da war. Und weil dieser Duft mich so geflasht hat, dachte ich mir, okay, der muss dieses Jahr mit in meine Top 10 Sommerdüfte rein. Der Drydown ist dann noch cremiger, weshalb ich mich dann auch so genau in diesem weißen Kleid aus der Raffaello-Werbung sehe, weil das ist ja auch so ganz, ganz glatt und weich und so ist auch der Drydown, aber eben noch ein bisschen süßer mit Vanille und Tonkabohnen. Es bleibt aber die ganze Zeit sommerlich, zu keinem Zeitpunkt zu dicht und im Hintergrund ist weiterhin diese schöne, salzige Meeresbrise. Nur nicht mehr so stark wie am Anfang. Ich habe ja dieses Maledivenbild bei dem Duft vor Augen und das ist auch so ein bisschen das Konzept, dieses Inhale, Exhale und Let Go. Also Entspannung. Und Entspannung verbinde ich natürlich auch mit solchen Urlauben. Preislich liegen die 27 Milliliter bei ungefähr 85 Euro. Also daher auch der Name der Marke. Es ist übrigens eine spanische Marke, die aus Barcelona kommt und die vegan und tierversuchsfrei sind. Also Daumen hoch. Und es gibt auch noch ein paar andere Düfte, die ich unbedingt mal probieren möchte von der Marke. Habe ich mir schon längst mal aufgeschrieben, mich da mal in Ruhe durchzutesten. Werde ich auch in Zukunft noch tun und dann euch noch mehr von den Düften erzählen natürlich. Wer die Marke kennt, kann ja mal sein Favoriten in den Kommentaren droppen. Dieser Duft ist auch bei Parfumo relativ schlecht bewertet,
aber ich liebe den. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote maritime Noten, in der Herznote dann Kokosnuss und Sandelholz und in der Basisnote Vanille und Tonkabohne. Ich halte übrigens heute direkt das Mikro so, weil sonst halt es zu sehr. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend. Und die Haltbarkeit bei dem Duft liegt auf meiner Haut ungefähr bei 6 bis 7 Stunden. Weiter geht es mit einem neuen Duft, der dieses Jahr erschienen ist und der für mich einfach Mediterranean Summer in a Bottle ist und der einfach riecht, als würde man so eine Mandarine nehmen und die Schale ausdrücken und das, was dann aus dieser frischen Mandarine spritzt und dieses Aroma von der gedrückten Haut von der Mandarine. So riecht dieser Duft, nämlich der neue Duft von Acqua di Parma, Mandarino di Sicilia. Bei dem Duft haben wir nämlich eine grüne, frische, aber gleichzeitig warme Mandarine. Das ist natürlich jetzt wieder erst ein Kontrast, aber die riecht einfach so frisch ausgedrückt, aber hat trotzdem eine gewisse mediterrane Wärme. Deswegen, oh, traumhaft schön. Und ich muss auch sagen, bei dem Duft, je mehr ich den rieche, desto mehr, oh, denke ich mir so, oh mein Gott, so schön. Und ich liebe einfach Mandarine in Parfums. Und diese leichte Wärme, die der Duft hat, kommt hier vermutlich durch die Blutorangennote, die hier gelistet ist. Finde ich auch immer ganz, ganz toll in Parfums. Und ich glaube, an alle, die Mandarine so sehr lieben wie ich und die eine sehr natürliche Mandarine suchen, ohne viel Schnickschnack, nicht zu süß, nicht zu frisch oder was auch immer, die sollten sich diesen Duft anschauen, weil der riecht einfach so, als würde man seine Nase in so einen grünen Mandarinenbaum halten, wo man die frischen Mandarinen riecht, aber eben auch noch so ein bisschen dieses Grün der Blätter. Und das Grün hier in dem Duft kommt durch Minze. Ich hätte das so nicht rausgerochen. Das ist einfach so perfekt nachgebildet nach so einer perfekten Mandarine. Also von daher echt ein toller Duft. Und ich muss auch sagen, ich mag die Aesthetics von Acqua di Parma sehr, sehr gerne. Ich liebe auch den Mandolo di Sicilia aus dieser Blue Mediterraneo Kollektion. Und die Düfte sind ja auch zum Lernen gedacht. Und ich wollte es jetzt eigentlich mal gemacht haben, aber den zusammen mit dem Mandarinenduft stelle ich mir auch wirklich toll vor. Das, was mir fast am besten bei dem Duft gefällt, ist, dass der auch im Drydown noch grün, spritzig, sommerlich und mandarinig ist. Also der hat weiterhin diese wunderschöne Frische, ist dann natürlich ein bisschen leiser, aber ich finde das immer so schade, wenn man so einen schönen, frischen, fruchtigen Duft hat, was auch immer, und der ist so schön zitrisch und das verfliegt danach 10 Minuten gefühlt und das ist hier eben nicht so. Inspiriert ist der Duft von der sonnenverwöhnten Landschaft in Sizilien oder auf Sizilien. Ich war ja noch nie auf Sizilien, steht aber auf meiner Liste und dann kann ich auch sagen, ob das gut passt oder nicht, aber riecht nach Italien-Zimmer. Das kann ich schon mal festhalten. Preislich liegt er ungefähr bei 75 Euro für 30 Milliliter. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Bergamotte, Blutorange, sizilianische grüne Mandarine und Zitrone. In der Herznote grüne Minze und Petit Grain. Und in der Basisnote Moschus, Patchouli und Zedernholz. Der nächste Duft riecht einfach wie, als wenn du gerade ein Luxusdomizil in Südfrankreich betrittst. Alles ist hell, alles ist strahlend, alles ist klassisch weiß. Der Duft ist mineralisch, salzig, kräuterig, wärmend, aber hat auch noch so ein bisschen was ganz leicht Zitrisches im Hintergrund. Alles ist hier so perfekt abgestimmt. Der ist einfach so classy, elegant und transparent, aber trotzdem kräuterig, salzig. Dann hat so einen schönen, eleganten Meeresvibe. Und es handelt sich um den Duft Eden Rock von Dior. Ich liebe ja diese salzigen Düfte. Und der hier ist noch ein Ticken kräuteriger als die anderen salzigen Düfte, die jetzt zum Beispiel hier in der Liste noch kommen werden. Und der ist auch unglaublich schön weich und einfach super elegant. Also hat so eine leichte Cremigkeit auch im Hintergrund. Vom Verlauf ist er auch ziemlich linear, was ich persönlich traumhaft finde, dass der genau so bleibt. Und natürlich ist dieser Duft vom Konzept her eine Hommage an das Hotel Cap Eden Rock, in dem ja, wie wir alle wissen, auch Sophia Richie letztes Jahr geheiratet hat. Wo ich mir auch dachte, wow, das ist natürlich eine Traumlocation und dieser Duft hätte natürlich auch perfekt gepasst. Ich weiß nicht, welchen Duft sie auf ihrer Hochzeit getragen hat. Ich glaube, ich habe mal ein Video darüber gemacht, welche Düfte gepasst hätten. Ich weiß gar nicht, ob ich den mit reingenommen hätte. Aber ich muss so im Nachgang sagen, ich glaube, wenn ich da geheiratet hätte, hätte ich auch diesen Duft getragen. Aber das Hotel verkörperte eben für Christian Dior die luxuriöse und sommerliche Atmosphäre von Südfrankreich. Lieben wir. Und deshalb ist dieser Duft auch von dieser Atmosphäre inspiriert. Und genau das strahlt der Duft auch aus. Der gibt mir so Old Money Vibes. Ist einfach schick, frisch und strahlt so eine schöne, luxuriöse Leichtigkeit aus. Preislich bekommt man die 40 Milliliter ab ungefähr 130 Euro. Die 125 Milliliter ungefähr ab 265 Euro. Und die 250 Milliliter für ungefähr 400 Euro. Natürlich lohnt sich die große Größe. Das ist tatsächlich auch ein Duft, der jetzt nicht ewig hält. Ungefähr 5 bis 6 Stunden auf meiner Haut. Die gelisteten Duftnoten hier sind Meersalz, mineralische Noten, Zitrusfrüchte, Jasmin und Seekäfer. Und gerade die mineralischen Noten, die Seekäfer und diese weichen Zitrusnoten im Hintergrund rieche ich hier ganz stark raus. Wenn du Zitrone liebst und einen saftigen, spritzigen, authentischen, natürlichen, langanhaltenden Zitronenduft suchst, dann musst du dir unbedingt den Acqua Viva von Profumum Roma anschauen. Denn was wäre
wäre auch dieses Video ohne einen Duft von Parfum Aroma. Also Parfum Aroma, die haben die traumhaftesten, schönsten Sommerdüfte. Auch ein paar tolle Date Night und Winterdüfte natürlich oder süße Düfte, aber oh, ich könnte in diesem Duft baden. Ich liebe zitrische Düfte. Und was mir an diesem Duft so gut gefällt, ist, dass wir hier nicht so eine zu kühle Zitrone haben, die zu aromatisch ist, sondern die ist so richtig schön saftig, authentisch. Der Duft gibt mir einfach direkt den Vibe, als würde ich gerade durch die Straßen auf Capri entlang wandern. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, überall wird Limoncello angeboten, überall liegen diese Zitronen rum, die da ja an jeder Ecke gefühlt hängen und rumliegen. Also das ist halt dieser Duft, der ist wirklich, wirklich schön. Der hat eine leichte Süße, deswegen hat er für mich auch immer so ein bisschen ein Nimm-2-Vibe, aber es ist nicht hundertprozentig Nimm-2, aber der hat so ein bisschen diesen Vibe. Im Dryland haben wir da eine holzige Zitrone, aber es wird wirklich nur minimal holziger. Ansonsten ist der ziemlich linear und ich liebe diesen Duft, der macht gute Laune. Ich finde, Zitrone ist immer einfach so was Positives, was einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn man dran riecht. Und so ist das bei mir bei diesem Duft auch. Inspiriert ist dieser Duft zu einer Fahrt zu den Äolischen Inseln, die bei Sardinien liegen. Und die Situation wird so beschrieben, dass man eben gerade an der Amalfi-Küste vorbeifährt und sich auf ein Zitronensorbet freut. Also ja, man könnte auch sagen, dieser Duft riecht wie Zitronensorbet. Das trifft auch sehr gut. Preislich liegt der Duft bei ungefähr 250 Euro für 100 Milliliter. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir die Amalfi-Zitrone, Ätna, Ginster und Zedernholz. Und die Äolischen Inseln sind auch in der Nähe von dem Ätna, daher Ätna, Ginster. Das habe ich dann auch erst sozusagen gecheckt, als ich das nochmal recherchiert habe. Und Ginster, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie Ginster jetzt eigentlich riecht, soll so süßblumig riechen und auch so ein bisschen an Vanille und Kokosnuss erinnern. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass dieser Duft jetzt irgendwie nach Vanille oder Kokosnuss erinnert. Aber wie gesagt, die Zitrone hier hat eine leichte, saftige Süße. Vielleicht kommt das ja durch Ginster. I don't know. Aber das, was ich hier rieche, passt einfach perfekt. Und es gibt wirklich wenig zitrische Düfte, die so gut halten wie dieser Duft. Der hat auf meiner Haut ungefähr 9 Stunden. Also von daher wirklich wow. Die meisten Düfte, die einfach linear nach Zitrone riechen, sind bei mir nach 2 bis 3 Stunden weg. Manche vielleicht 4 Stunden. Aber der hält bis zu 9 Stunden. Das ist wirklich top. Liegt natürlich auch daran, dass die Duftölkonzentration bei den Düften von Parfum Aroma so hoch ist. Ist ja wirklich auch meine Lieblingsmarke, was Düfte angeht. Deswegen, ja, auch dieser Duft für mich eine 10 von 10. Weiter geht es mit einem Feigenduft, der auch dieses Jahr neu erschienen ist. Und ich liebe ja Feigendüfte. Deswegen kommt jetzt auch ganz bald endlich noch mein Feigenduft-Video. Heute ist der letzte Feigenduft angekommen, den ich jetzt noch mal testen wollte. Es gibt so viele Feigendüfte. Und ja, ich bemühe mich wirklich, die besten herauszufiltern. Dieser Duft wird sehr wahrscheinlich auch mit dabei sein. Aber da er neu ist und weil er... Okay, es gewittert. Weil er mich so geflasht hat und mir so unglaublich gut gefällt, dachte ich mir, der muss jetzt mit in dieses Video. Weil er mir eben diese Kumasee-Vibes gibt. Der hat so Old Money-Vibes. Der ist grün, der ist dunkel, der ist holzig, minimal würzig, weil wir hier gerade im Opening noch so ganz sanfte Pfeffernoten haben. Und wenn ich an diesem Duft rieche, dann habe ich so direkt das Bild vor Augen von am Kumasee liegen auf irgendwelchen Holzbungalows, aber ganz, ganz hoch irgendwo an der Steilküste. Das Bild, das man hat, ist so, man blickt aufs Meer und das Bild ist eben noch so eingerahmt von diesen mediterranen Bäumen, die ich so liebe in Italien. Ich weiß gar nicht, welche Bäume das sind. Traumhaft schön einfach und man liegt eben auf diesen Holzbungalows und genießt einfach das Wetter, aber man liegt im Schatten der Feigenbäume. Also Feige ist auf jeden Fall hier die dominante Note. Und dazu trinkt man einen angenehmen, milchigen Cocktail. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so classy Cocktails, aber ja, wir brauchen noch irgendwas Milchiges. Und wir haben auch so ein bisschen an der Nase diesen Geruch von dem Holz, denn wir liegen ja auf diesen Holzbungalows und das haben wir auch so ein bisschen in der Nähe und das ist eben so was dunkel, cremig, holziges. Traumhaft schön, weil wir hier eine milchige, leichte, grüne Feige haben. Ich dachte erst, der riecht ja 1:1 wie Parisian Musk, dann habe ich die miteinander verglichen. Nein, der ist für mich noch ein bisschen dunkler, noch ein bisschen würziger und auch holziger, also wirklich andere Düfte, beide aber wunderschön. Aber wenn du Parisian Musk magst und wie ich einfach verrückt nach Feigendüften bist, dann solltest du dir den auf jeden Fall mal anschauen. Und der steht auch auf meiner Wunschliste, obwohl ich auch Parisian Musk habe. Also von daher, finde ich, kann man auch beide haben. Und mir gefällt hier eben so gut diese milchige Feige. Und dazu als Kontrast die holzigen Noten, aber auch so ein bisschen, wie gesagt, was leicht pfeffriges. Der hat im Hintergrund so eine leichte Süße und ich hätte es so nicht rausgerochen.
Aber ich vermute, dass das durch Basilikum und Mate kommt, was hier gelistet ist. Vom Verlauf ist der relativ linear, es wird minimal cremiger und es bleibt die ganze Zeit diese Feigenmilch. Es geht zwar ein bisschen zurück mit der Feige, aber es bleibt cremig-holzig. Das Einzige ist, dass der Duft relativ teuer ist. Also das Gute ist, wenn man den probieren möchte, dann bekommt man 10 ml für ungefähr 49 Euro in einer Travel Size oder eben die 100 ml für 230 Euro. Und vom Konzept her ist der Duft eine Ode an die Natur, die die lebendigen Noten des Feigenblatts enthüllt. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Basilikum, Bergamotte und jamaikanischen Pfeffer. In der Herznote Mate, Spinat und Feigenblatt. Und in der Basisnote Feigenmilch, trockene Hölzer und Zedernholz. Und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 7 Stunden. Weiter geht es mit einem Duft, der einfach 1:1 riecht wie ein frischer Mojito und der mich so krass an meinen Sommerurlaub letztes Jahr erinnert. Ist mir jetzt so im Nachhinein auch aufgefallen, und zwar um den Party in the Bay von Simone Andreoli. Jemand von euch hat mir den letztes Jahr auch empfohlen, shame on me, dass ich den da noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich liebe Zitrone und ich liebe Kokos und boah, diese Kombination aus dieser saftigen Limette, um ehrlich zu sein, es ist kein Zitronen, es ist Limette und das riecht man eben auch raus. Und Kokos ist wirklich ein Traum. Also der riecht wirklich so wie diese spritzige, gezuckerte Limette, die man ja in so Mojito hat. Der ist trotzdem frisch. Also wir haben da diese Eiswürfel drin. Und man hat ja da immer diesen Zucker. Ich will den dann immer mit den Eiswürfeln so ein bisschen zerstampfen. Und man riecht wirklich auch dieses Gezuckerte, was der Mojito hat. Ich liebe diesen Duft. Und ich bin jetzt auch aktuell die ganze Zeit am Überlegen, ich möchte mir vor dem Sommerurlaub noch einen Duft gönnen, weil ich habe mir letztes Jahr auf Mallorca, hat mein Freund mir einen Duft geschenkt dort und ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt noch so viele neue Düfte dann entdecken werde. Von Loewe finde ich den einen sehr, sehr schön, aber so richtig komplett flashen tut mich auch der Party in the Bay. Aber ja, vielleicht wird es auch eher so ein Hot Girl Summer Duft. Da natürlich auch noch eine Budgetfrage. Ich hatte ja letztes Mal in dem Parfori-Video auch Bain de Midi so angepriesen, den finde ich auch unglaublich schön und der ist halt auch nochmal deutlich günstiger als der Party in the Bay, über den wir jetzt erstmal sprechen. Das ist einfach ein Duft, der macht gute Laune, ich finde, der ist perfekt geeignet für einen Urlaub. Der Name ist wirklich Programm. Also die Limette, die riecht hier wirklich wie frisch ausgedrückt, der ist aufgelockert, auch linear, was ich toll finde, dass der auch im Drydown so. Die Kokosnuss hier ist jetzt nicht so eine cremige, dichte Kokosnuss, sondern eher wie so ein Kokosnusswasser. Auch eher im Hintergrund. Dominant hier für mich diese zuckrigen Noten und die frische Limette. Preislich bekommt man den ungefähr für 160 Euro für 100 Milliliter, was ich eigentlich vollkommen fair finde. Denn es ist auch einer der wenigen frischen, zitrischen Düfte, der lang hält. Der hält nämlich auf meiner Haut ungefähr 10 Stunden. Also wirklich wow. Aber wer den nicht kennt und den gerne mal probieren möchte und vielleicht schon Parfori-Mitglied ist, kann das auch bei Parfori machen. Da kosten die 8 Milliliter, wenn man Mitglied ist, ungefähr 20,95. Wer noch nicht Mitglied ist, kann das natürlich gerne werden. Mit meinem Code könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Da schreibe ich nochmal alle Infos zu meinem 60% Parfori-Rabattcode rein für Neukunden. Dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Und die Düfte von Simone Andreoli sind alle eine Art Travel Diary, die die Atmosphäre von unterschiedlichen Orten einfangen. Und bei dem Malibu Party in the Bay geht es eben um ein Coconut Daiquiri. Die gelisteten Duftnoten sind in der Kopfnote Limette, in der Herznote Kokosnusswasser und Zucker und in der Basisnote Rum und Sandelholz. Weiter geht es mit meinem Platz 4, nämlich dem perfekten vanilligen Sommerduft, nämlich dem Vanilla Vibes von Julia Tessegan. Oh mein Gott, dieser Duft ist so schön. Der gibt mir einfach so dieses Gefühl, heute ist der perfekte Sommertag, es geht an den See, es geht an den Strand, man hat vielleicht noch diese Plastiktiere mit dabei, man freut sich einfach auf den Tag, man hat keine Termine und alles ist unbeschwert, sonnig, bunt und positiv. Das ist so der Vibe, den ich bei diesem Duft bekomme und konkret riecht er so, als würdest du dich mit deiner vanilligen Sonnencreme eincremen, dann gehst du ins Meer und badest und dann kommst du wieder raus und auf der Haut von der Sonne trocknet das salzige Meer und das in Kombination mit dieser vanilligen Sonnencreme. So riecht Vanilla Vibes von Julia Tessegan, der ist so schön. Und ich liebe diese sommerliche Vanille so sehr, weil es eben eine salzige, transparente Vanille ist. Im Drydown wird er noch ein bisschen dichter und die Tonkabohne, die hier gelistet ist, kommt etwas mehr raus. Der behält aber diesen transparenten, salzigen Vibe, geht ein bisschen zurück. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt. Ich finde den aber trotzdem von A bis Z wunderschön. Und das ist tatsächlich jetzt auch zum Glück mal ein Duft, den ich auch
jetzt hier im Sommer trage und mir nicht nur für den Urlaub aufspare. Aber das ist einfach wunderschön, easygoing, transparent, mineralisch, salzig, vanillig. Ein Must-Try, wenn man Vanille liebt. Über den Duftverlauf hinweg sind für mich ja auch die dominanten Noten die Vanille, Fleur de Sel und Tonkabohne. Preislich bekommt man hier, wenn man das mal probieren möchte, 7,5 Milliliter, auch so im Handel für ungefähr 25 Euro. Die 50 Milliliter liegen ungefähr bei 95 Euro und die 100 Milliliter liegen bei ungefähr 125 Euro. Und vom Konzept her ist dieser Duft eine Ode an die Freiheit und ich finde eigentlich, das passt ganz gut. Zumindest habe ich auch solche Assoziationen jetzt damit, dass ich den jetzt auch eher so an Sommertagen in der Freizeit oder am Wochenende getragen habe. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote das wunderschöne Fleur de Sel, in der Herznote Vanille Absolue und Orchidee Absolue und in der Basisnote Benzoe Absolue, braunen Moschus, Tonkabohne Absolue und Sandelholz und Haltbarkeit auf meiner Haut ungefähr 6 bis 7 Stunden. Und die Sillage ist eigentlich ganz gut, also der liegt auch dann die ganze Zeit in der Luft. Also ich nehme den dann den ganzen Tag immer mal wieder wahr, was ich auch sehr schön finde, aber der ist zu keinem Zeitpunkt zu drücken, auch nicht über 30 Grad. Weiter geht es mit einem Duft, in den ich mich verliebt habe, als ich 2015 oder 16 mit ein paar Mädels einen Sommerurlaub in Marbella gemacht habe. Und die eine, die kannte ich gar nicht so gut, die dabei war, die hatte einfach ein traumhaftes, langes Zebra-Kleid an, war das, glaube ich, so im Cavalli-Style oder es war von Cavalli, ich weiß nicht mehr genau. Sie sah einfach umwerfend aus. Wir haben uns alle aufgestylt und haben eigentlich jeden Abend irgendwie gefeiert im Hafen, hatten eine gute Zeit, Cocktails und es waren eben diese schönen, warmen Sommernächte. Und sie hat sich am ersten Abend, als sie dazugekommen ist, mit diesem wunderschönen Duft eingesprüht. Und ich war so, oh mein Gott, was ist das für ein Duft? Und es war Terracotta Le Parfum von Guerlain. Und seitdem bin ich in love mit diesem Duft. Also der erinnert mich auch irgendwie immer an diese Zeit, als ich den kennengelernt habe. Der gibt mir absolute Hot Girl Summer Vibes. Das ist ein blumig-exotischer Weißblüher mit den klassischen Noten Tiare Ylang Ylang und cremiger Kokosnuss. Der hat so einen leichten Retro-Vibe. Aber ich finde, das ist unglaublich schön. Ich finde den so toll, so sommerlich und tropisch. Also der ist einfach so schön süß, warm und sonnig. Wir haben ja auch ein bisschen Vanille, aber auch die Vanille ist wunderbar verblendet. Und die Kokosnuss hier ist da, aber sie ist eben nicht die dominante Note. Die gibt ihm einfach so ein bisschen Cremigkeit. Dominant hier für mich Tiara, also diese exotisch blumigen, floralen Noten. Ich finde, der hat einfach so einen luxuriösen Vibe. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich den mit dem Urlaub verbinde, aber das ist einfach für mich so ein luxuriöser Sommerabendduft mit einer teuren Tasche, einem eleganten Kleid, Yachthafen, so durchfeiern, laue Sommernächte, die niemals enden, das Gefühl von Freiheit, sowas, was man halt hat, wenn man solche Mädelsurlaube macht. Und über den Duftverlauf hinweg sind für mich ja auch dominant Tiara Ylang Ylang und Jasmin. Und das Konzept ist auch super cool. Der Duft ist nämlich inspiriert von dem legendären Terracotta-Puder von Guerlain. Denn der Geruch von dem war so beliebt, dass ein Duft her musste und voilà, Terracotta Le Parfum was born. Preislich ist der vollkommen fein, schwankt natürlich immer mal. Im Winter ist er auf jeden Fall günstiger. Bekommt man dann ab ungefähr 60, 65 Euro auf 100 Milliliter. Und auch hier noch die gelisteten Duftnoten. Tiare Ylang Ylang, Jasmin, Kokosnuss, Moschus, Orangenblüte, Vanille und Bergamotte. Und Haltbarkeit ungefähr 5 bis 6 Stunden auf meiner Haut, was vollkommen fein ist, denn es ist ein Eau de Toilette und die Sillage ist super. Also du wirst auch gerade am Anfang aus ein paar Metern Entfernung bei diesem Duft noch gerochen. Nimmt dann natürlich ab, aber Performance, Preis-Leistungs-Verhältnis, der Duft, alles 10 von 10 für mich. Weiter geht es mit meinem Platz 2, nämlich dem Bleu Turquoise von Armani Privé. Und das ist auch ein Duft, in den ich mich einfach schockverliebt habe. Ich habe den gesehen, weil diese Flakons sind so schön. Also das Blau, das hat mich direkt angesprochen. Das ist für mich auch so das perfekte Blau. Dann habe ich dran gerochen und dachte mir so, oh mein Gott, das ist genau mein Duft. Der ist warm, würzig, salzig, leicht süßlich, leicht harzig, kräuterig, aber trotzdem mediterran und warm. Ganz besonders, auch ein Duft wie kein anderer Duft, an dem ich je gerochen habe. Der riecht einfach wie wenn man im Meer ist und man hat diese kräuterige Meeresluft in der Nase und die Sonne scheint und dieser warme mediterrane Duft, der steigt einem in die Nase mit den Kräutern und allem, was man eben so am Meer
riecht. Was mir besonders gut gefällt, ist diese leichte Süße, die der hat, und die verstärkt sich auch im Duftverlauf. Also es wird noch ein bisschen dichter im Duftverlauf. Die Vanille, die hier gelistet ist, kommt dann noch ein bisschen stärker raus, sowie auch Sandelholz. Ist aber dann trotzdem im Verlauf weiterhin salzig und kräuterig und mediterran. Die Vanille ist dann auch noch im Dry Down da und der wird dann noch ein bisschen sanfter. Sandelholz ist auch weiterhin da, aber der hat dann trotzdem die ganze Zeit noch sowas Moosiges, Mediterranes, Kühlendes, leicht Harziges, so, so schön. Also definitiv auch ein vanilliger Sommerduft, aber jetzt nicht ganz so vanillig wie der Vanilla Vibes und auch nicht ganz so süß. Noch ein bisschen spezieller, noch mehr Unisex, weil er eben auch diese kräuterige, würzige, harzige Komponente hat und noch ein bisschen kühlender ist. Also ja, ein Duft, der für mich im Sommer auch nicht mehr wegzudenken ist. Ein Duft, den ich auch viel zu selten benutze, aber ja, den liebe ich so sehr und deswegen benutze ich ihn so selten. Ist eigentlich dumm, aber ja, so ist das bei mir. Beziehungsweise, ja, will ich den eigentlich nur im Urlaub benutzen und Urlaub ist sehr selten. Vom Konzept her ist der Duft eigentlich was komplett anderes, denn Giorgio Armani war einfach fasziniert von der Spiritualität und Mystik von Indien. Deswegen sind die meisten Düfte aus dieser Terre Précieuse Kollektion auch Indien gewidmet. Und ich finde das Konzept total abstrakt, also ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Und das Blau wird hier so ein bisschen spiritueller interpretiert und steht für Stärke und für Macht und unendliche Horizonte des Meeres. Also auch schon eine Meeresassoziation, aber ja, mir ist das ehrlich gesagt viel zu abstrakt. Und das Türkis soll ein Symbol für die Verschmelzung von Meer und Himmel sein. Übrigens, was mich richtig gefreut hat, was ich auch schon mal gelesen hatte, als ich schon mal über den Duft gesprochen hatte, der Parfümeur hier ist Orient Guichard, was ja auch der Parfümeur von Matière Première ist, und die Düfte, viele Düfte von der Marke, gefallen mir auch wirklich sehr, sehr gut. Preislich hat der Duft es wirklich in sich, 350 Euro ungefähr für 100 Milliliter, also wirklich, wirklich teuer. Aber für mich muss ich echt sagen, dieser Duft ist einzigartig. Ich habe diesen Duft und ich bin so dankbar für den Duft. Also ich finde den unglaublich schön. Mein Freund hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt und ich habe mich so darüber gefreut. Oder zu Weihnachten, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote salzige Noten, schwarzen Pfeffer und Weihrauch. In der Herznote Jasmin Absolut, Zypriol und Ylang Ylang. Und in der Basisnote Sandelholz, Vanille und Moos. Und Haltbarkeit ist auch hier super, ungefähr 9 bis 10 Stunden auf meiner Haut. Und mein Platz 1 Sommerduft ist neben einem anderen Duft von Cartusia, über den ich, glaube ich, die letzten Jahre immer gesprochen habe und es dieses Jahr in meinem Feigenduftvideo auch noch machen werde, der Amare von Cartusia, weil dieser Duft mich immer an den ersten Urlaub mit meinem Freund auf Capri und in Positano erinnert. Dort sind wir nämlich zu Cartusia gegangen und haben diesen Duft gekauft, der da auch gerade ganz neu rausgekommen ist. Und dieser Duft ist einfach der perfekte, salzige Meeresduft, der zu keinem Zeitpunkt irgendwie aromatisch ist oder so diese Klospüler-Vibes hat, wie ganz viele Düfte, die auf den Meeresbrise steht oder so. Gar nicht. Wir haben hier einen trockenen, sonnigen, wärmenden, mediterranen, salzigen Duft. Also wenn ich dran rieche, dann habe ich wirklich direkt, ja, so Salz, was in der Sonne glitzert, von der Sonne vor Augen und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich stehe im Meer und oder ich habe irgendwas Salziges in der Hand auf jeden Fall. Man riecht so diese kräuterige Meeresluft, also dominant hier auf jeden Fall auch neben den salzigen Noten Rosmarin. Und diese Kombination ist so besonders. Also der riecht, finde ich, auch sehr edel und sehr classy und einfach zeitlos. Und ja, dieses wärmende, trockene, salzige finde ich so besonders. Also ich habe jetzt auch gerade noch ein paar andere salzige Düfte getestet und alle sind wunderschön. Aber der hier ist einfach besonders. Und ich habe witzigerweise auch mal irgendwie gelesen, dass der auch einen Preis bekommen hat, dieser Duft. Und ich kann nur sagen, zu Recht, der ist so schön. Ich kriege Gänsehaut bei diesem Duft. Ich trage den auch wirklich nur im Urlaub. Deswegen, wenn ich jetzt so auch zum Testen an so einem Duft rieche, ist es für mich eine Explosion an Emotionen. Und vom Konzept her zollt dieser Duft der DNA von Capri Tribut. Im Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch vollkommen fair. 50 Milliliter bekommt man ungefähr für 100 Euro und die 100 Milliliter für ungefähr 120 Euro. Also die 100 Milliliter lohnen sich auf jeden Fall. Von den gelisteten Duftungen haben wir in der Kopfnote Salz, Bergamotte und Rosmarin. In der Herznote dann aquatische Noten und Minze. Und in der Basisnote weißen Moschus, Guajakholz, Zedernholz und Patchouli. Sommerdüfte machen mich einfach immer glücklich. Also andere Düfte auch, aber ich bin gerade so reif für Sommer. Und normalerweise freue ich mich immer sehr auf den Wechsel der Jahreszeiten, aber gerade wünschte ich, es würde für immer Sommer sein.
Hat ja auch mal mit Rechtel angefangen hier in Deutschland. Wie auch immer, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinen Sommerdüften und auch so tolle Erinnerungen, wie ich teilweise mit meinen Düften habe. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir wirklich sehr für den Algorithmus, weil das Video dann noch mehr Leuten ausgespielt wird und ja, damit meine Reichweite besser wird. Deswegen wäre ich dir sehr dankbar dafür, auch wenn du ein Abo da lässt oder vielleicht sogar auch meinen Kanal einem anderen Parfum-Lover empfiehlst und sofern dir das natürlich gefällt, was du hier und ja, ich würde mich sehr über Feedback freuen, welcher Duft dir am besten gefallen hat. Und danke, dass du zugeschaut hast, gerade wenn du auch jetzt noch zuschaust. Herzlichen Dank. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer du dieses Video schaust. Und bis zum nächsten Mal.